Meine Mutter, die hat eben Depressionen und Burnout, glaube ich. Ja, Burnout. Also ich glaube, ich habe es einfach so ein bisschen da bemerkt, weil die haben halt sich dann mehr gestritten. Es war halt einfach schon irgendwie so immer da, irgendwie auch. Zum Beispiel morgens war sie halt ganz oft müde immer, als sie halt noch keine Medikamente genommen hat, weil sie hatte eine Zeit lang, wollte sie das nicht. Einfach auch so mit so Ängsten, glaube ich, obwohl ich weiß es gar nicht wirklich. Also sie, halt auf Englisch heißt es Overthinking, also dass sie halt immer so sehr arg über eine Sache nachdenkt. Aber wirklich so sehr arg und so richtig über Tage, obwohl es irgendwie gar nichts war. Also ich glaube, allein fühle ich mich nicht damit. Man könnte manchmal eher sagen, überfordert. Ich kenne es halt auch ein bisschen, dass es dann halt, wenn es schlimm ist, dass ich mich dann zum Beispiel mit meiner Schwester in meinem Zimmer war und hatte ich halt auch nicht wirklich Angst, aber ja, ich wusste halt nicht, was ich wirklich machen soll. Es gibt ganz tief und ganz hoch und dann gibt es Loopings, aber man kann ruhig damit leben und man kann auch darüber sprechen und so. Ich habe ja paranoide Schizophrenie. Und das erste Mal, als es aufgetreten ist, war ich, glaube ich, 17, so ungefähr. Wo man es erkannt hat, war ich 18. Also ich habe ein Jahr damit gelebt. Das ist halt, man hört halt Stimmen, hat halt Verfolgungswahn und verliert eigentlich so den Bezug zur Realität komplett. Also man ist gar nicht mehr, ich selbst war ich nicht. Die Menschen um mich herum habe ich gar nicht mehr so viel wahrgenommen. Es ist halt nicht sehr leicht, wenn ich halt diese Phasen, sage ich mal, habe, wo es mir dann wieder mal ein bisschen schlechter geht oder so. Aber ich bekomme ja ganz gute Medikamente. Medina ist alles für mich, das ist mein größter Halt. Das Ding ist halt, ich will, dass sie schon Stück für Stück langsam versteht, dass ich krank bin, weil sie merkt es ja auch. Im Alltag manchmal bin ich halt durch meine Medikamente auch sehr müde, sehr schlapp manchmal, kann mich nicht so viel mit ihr beschäftigen, so wie sie es braucht oder wünscht oder so. Ich würde sagen, man muss sich halt öffnen und die Programme, die es gibt, annehmen. Anders geht's nicht. Wenn man die ganze Zeit in sein Schneckenhaus zurückkriegt, dann sieht man nichts. Sieht man einfach nichts mehr. Und da muss man halt rauskommen ein bisschen. Allein für die Kinder, für sich selbst. Hallo, ich bin Caroline. Ich bin 13 und ich konnte mich in der Schule nicht richtig auf die Schule selber konzentrieren, da ich mich meist auf meine Eltern konzentriert habe, weil es denen nicht immer gut ging. Meine Mutter leidet unter Depressionen und deswegen bin ich auch ein bisschen übervorsorglich, seit ich das weiß. Das habe ich dann irgendwann mal einem Lehrer anvertraut und dann hat er mir Aufwand empfohlen. Ich habe halt, während meiner Mutter es nicht wirklich gut ging, habe ich halt öfters ein bisschen im Haushalt geholfen, habe ihr öfters auch einen Tee gemacht und habe auch geguckt, dass sie halt einfach liegen bleibt und sich ausruht. Und dann bin ich halt nicht wirklich zu meinen Hausaufgaben gekommen und konnte auch nicht wirklich lernen. Und das hat meine Noten halt dann ein bisschen, ja, runtergebracht. Und ich habe mich da schon ein bisschen alleine gefühlt, weil mir niemand geholfen hatte und da ich ja Einzelkind bin, keine Geschwister habe, die mir helfen können. Ja, für mich war das schon eine Überwindung, zur Aufwind zu gehen, weil ich mir noch erstmal nicht sicher war. Manchmal habe ich schon Vertrauensprobleme und die sind nicht gerade wirklich klein. Unsere Tochter, die hat immer gespürt, wenn es mit der Mama irgendwas ist, wenn sie Probleme gehabt hat. Die Kinder merken das halt, wenn irgendwas ist und daher hat man gesagt, vielleicht kann Aufwind ihnen helfen, damit klarzukommen und das hat ihr auf jeden Fall geholfen, auch wieder freier zu sein. Auch selber ist sie wieder freundlicher geworden dadurch. Hallo, ich bin Michael. Ich bin ganz froh, dass meine Tochter und ich bei Aufwind teilnehmen können. Ich habe Aufwind nicht gefunden, sondern meine Frau. Die hat mich da hingetriezt. Mir fällt es immer sehr schwer, Hilfe anzunehmen. Aber meine Frau hat gesagt, jetzt gehen wir da mal hin als Familie und gucken uns das an. Und zwar wirklich gut. Also es hat gleich beim ersten Mal meiner Tochter super gut gefallen und wirklich gut getan. Und dann sind wir auch dran geblieben. Das Homeschooling war super anstrengend. Unsere drei Kinder sind auch nicht ganz ohne. Die sind super lieb und super lebendig, sind klasse Kinder, aber sind halt anstrengend. Und wenn man dann halt keine Möglichkeiten hat, so für sich selbst Kraft zu tanken, irgendwann kommt man bloß noch auf dem Zahnfleisch daher und dann geht es irgendwann nicht mehr. Dann muss man akzeptieren, dass man vielleicht auch Hilfe annehmen muss.
Hi, ich bin Katharina, ich bin 32 Jahre alt und Aufwindpatin, weil ich richtig Lust habe auf die Jugend heutzutage. Jan ist 12 Jahre alt, ein Junge, der also so langsam in die Pubertät kommt, was total spannend ist. Ich habe einfach ein Foto mitgebracht vom Jan. Ich kram mal gerade. Das war auf dem Schlossplatz im Riesenrad. Das war eine schöne Erfahrung, weil Jan hat eigentlich Höhenangst. Genau, und dann haben wir Bootfahren. Da sieht man einfach ihn in Action. Das finde ich ein ziemlich cooles Bild, weil es eigentlich Jan ganz gut beschreibt. Volle Kraft voraus. Was machen wir? Also wir treffen uns vorrangig erstmal, mal mit mehr Plan, mal mit weniger Plan. Manchmal beschließen wir Sachen schon, was machen wir nächste, übernächste Woche. Wir sind Kart gefahren, wir waren im Legoland, das sind so die großen Highlights natürlich. Manchmal gehen wir schwimmen, manchmal backen wir auch einfach oder kochen. Ich bin jemand, ich möchte so ein bisschen was Kindliches in mir behalten. Und er ist jemand, der braucht vielleicht einfach mal jemanden, der eine schöne, lockere Zeit mit ihm verbringt, ihm Dinge ermöglicht, die vielleicht sonst nicht so möglich wären. Dass man rausgeht, dass man was unternimmt, dass man schaut, wo lebe ich eigentlich, wie ist mein Umfeld hier. Und für all diese Dinge gibt es dann mich. Manche fragen mich, wie lang geht das denn so? Ich muss ganz ehrlich sagen, darauf habe ich gar keine Antwort. Solange Jan möchte, bin ich da.